Wo war die Feuerwehr untergebracht in Adelsried? Da hat es ein Feuerwehrhäusl gegeben. Wenn du heute nach Starnberg fährst, dann fahren wir Adelsried ist rechts der Haus, ja. Also der Kiemer jetzt. In der Kurve. In der Kurve ist der Kiemer. Das ist ja das älteste und größte Bauernhaus von früher. Und wo die Straße wieder geradeaus geht, da geht rechts eine Straße rüber, ja. Wo man zum Schlögeln überfahren kann. Und genau da war das Feuerwehrhaus gestanden. Da waren Feuerwehrspritzen drin und die Schläuche und das ganze Zeug, Spritzen, Wagenlampen, so, muss ich da gleich noch was bezahlen, weil das haben die meisten auch noch nicht gehört. Also vor dem Krieg, war im Sommer war alle mindestens einmal im Monat oder alle 14 Tage Feuerwehr. Mhm. Das heißt, am Samstag auf Nacht, der Stocker gesagt hat, der Kassen, der hat mit der Trompeten ein Horn gegeben und dann alle, die bei der Feuerwehr waren, zum Beispiel mein Vater, Kappe, Gurt, Jacken, raus, und dann hat man sie um 7 am Feuerwehrhaus getroffen. Und dann hat man angenommen, dass irgendwo brennt. Das ist ausgemacht worden von vornherein und dann ist man mit dem Wagen, mit dem Zeug da hingefahren und hat dann die Hydranten aufgemacht und einen Stau hochgeschossen und dann hat man doch so pumpt. Ich weiß nicht, ob es du noch weißt, mit so richtig auf und ab geht. Das so war wie dann, gepumpt. Ja, genau. Ja. Ja, sonst hat man ja nichts gehabt. Und dann war es ja so, dass man angenommen hat, dass damals beim Kreitmeier, also beim Brandl herunterbrennt, das ist das Haus gegenüber vom Haus, weißt du, das linke Haus. Genau. Da hat es brennt. Und da sind die Jungen, da waren so, die jungen Leute, der China, der Hans, der war lang Gemeindearbeiter in Adelsried, der war eine bekannte Persönlichkeit, der hat die Aufsicht über den, da hat er Spritzen gehabt, da waren bloß ein Schlauch drin, wo die Schlauch aufgeht. Und das haben wir in Karacho, die jungen Leute, was er gar nicht gehabt hat, in den Garten von dem Anwesen reingerumpelt. Ja. Und dann sind sie reingefahren. Auf einmal hat es einen Kracher da und der Spritzenwagen ist bis oben hin am Boden drin gesteckt. Ja, um Gottes Willen, wie kann man denn in einem Bauerngarten der Spritzenwagen legen? Jetzt haben sie dann geschaut, was da los ist. Jetzt haben wir gesehen, dass da lauter Betonfundamente rauskommen. Mhm. Da haben wir gesagt, ja, Moment einmal, Obstbaum und alles, wie soll denn das ein Bauerngarten ist? Was ist mit den Betonfundamenten? Ja, dann haben sie erst einmal gesagt, dass sie den Spritzenwagen wieder rausbringen. 10 Leute haben den Spritzenwagen nicht rausheben können. Dann haben sie beim Lampe damals, Hausname hat ja eine Lampe gekostet, so wie ich, aber der besteht schon seit 400 Jahren, haben sie Ros geholt und die Ros haben da den Spritzenwagen, bis das fertig war, bis das dauert hat, war die ganze Feuerwehrübung vorbei. Zum Spritzen sind sie nicht mehr gekommen. Und dann hat aber der Kommandant damals, der Schaberer, also von dem jetzigen Schaberer Hans, der Vater, der war Kommandant, der hat gesagt, ja, hat er gesagt, die Alten haben mir erzählt, dass da in dem Hof einmal eine Wirtschaft drin war. Und das habe ich dann hernach, also damals war ich 10 Jahre alt, aber vor ein paar Jahren in der Sache, wo wir das Buch Adelsried und Geisenbrunn geschrieben haben, draufgekommen sind, dass da hinten in dem Hof war die Wirtschaft früher. Das waren die Fundamente. Das waren die Fundamente, weil von der Wirtschaft braucht ja einen Bierkeller und einen Keller, wo man die Speisen geholt hat. Früher hat man ja keinen Kühlschrank gehabt, war ja alles der Keller. Ja. Und da ist, und das ist dann, und der Wirt von da, der hat dann gesehen, früher war ja das Zentrum da hinten. Da ist man alles, was nach Starnberg und nach Gauting und so weiter gefahren ist, hat er über die Straße müssen. Ja. Und jetzt hat sich alles da nach vorn verlegt, auf die Landsberger Straße. Also der Verkehr, Windbasis, Germering und so weiter, war viel stärker. Da hat er das da hinten verkauft und hat da heraus einen Grund gekauft und hat dann da das wird die Wirtschaft gebaut. Da, wo die Münchner Straße wo die aufgeht. Münchner Straße dann aufgeht, genau. Da. Also man, unmöglich. Keiner ist draufgekommen, keiner hat was gewusst. Dann habe ich mit der Frau Höbler mal geredet, die war ja die Einzige, die das ganze Zeit dann geerbt hat und Nachfolge war. Und gesagt, Fini, weißt du da was? Und so, ich weiß nicht, aber habe ich gesagt, hast denn du so Katasterpläne da? Ja, hat sie gesagt, da ist was da. Und dann habe ich es wieder gefragt, nach ein paar Wochen, hat gesagt, du stell dir vor, da steht genau drinnen, dass der da hinten das Grundstück Nummer so und so viel verkauft hat und das Grundstück gekauft hat. Und, hat er gesagt, was damals, also
Seltenheit war. Die Wirtschaft ist ja neu gebaut worden, aber ja, die Hausnummer hat er mitgenommen. Mhm. Also der Lampe war die Hausnummer 1 und gegenüber die Wirtschaft war Hausnummer 2. Und der Koch aus der Wirtschaft hat immer Hausnummer 2 gehabt. Ah ja, da bin ich jetzt einmal gespannt, wenn wir die Westumgehung bauen, ob unsere Wirtschaften dann auch umziehen auf die neue Straße. Ja, das ist natürlich eine Frage, das kommt darauf an. Man, das soll ja eine sogenannte Entlastung der Schnellstraße werden. Ja, genau. Dann wird sie ja Wirtschaft nicht rentieren. Nein, auf keinen Fall. Ja. Außerdem, du kaufst jetzt schon günstige Wiesen, weißt du, in dem Ruhestand kannst du mal rein. Ein Rasthaus im Ort. Oder wenigstens so ein Einkehr oder sowas. Ja. Naja, meine Güte, man weiß es nicht.